Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir in der letzten Folge dieses Ort der Macht erreicht haben und als nächstes diese Quest hier machen werden. Aber zuerst, das ist ganz wichtig, reisen wir in die Nähe. Okay. Was ist das? Das ist also eine Honigwabe. Gut. Zuerst einmal machen wir diese Quest hier. Hallo? Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hm? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter. Da nehme ich nicht viel. Papalapap. Nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du es doch vom Lebendigen. Aber ich habe ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monsterspuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen gegangen. Und sag mir nicht, wie der Klugscheißer Josef aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Wollte noch Plätze. Pass auf, wo du hintrittst. Hier. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Gut. Spring rüber, Geralt. Aha. Seltsame das sind wirklich seltsame Wolfsspuren. Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Ein kleiner Werwolf? Was ist das? Junge Mädchen? Vorsicht, Peter! Er hat ein Schwert! Ein Soldat! Der kriegt uns nicht lebend. Ich tue euch nichts. Was machst du denn hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Was macht ihr Kinder hier? Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Woher kommen die Wolfsspuren? Woher kommen die Wolfsspuren? Papa hat mal einen Wolf erlegt und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Das ist ein Argument. Ihr solltet euch Hilfe suchen. Ihr überlebt, indem ihr von anderen klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten.
Wer würde uns denn helfen oder uns aufnehmen? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Es stimmt. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Ich bin doch kein Fremder. Ich bin der Typ, der euch... hoffentlich nimmt die alte Dame sie auf. So, alte und Dame. Hexer, was gibt's? Ich habe die Diebe gefunden. Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden. Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und, sind sie auch auf Wölfen geritten? Das sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Lass sie bei dir wohnen, dann stillen sie nicht mehr. Nimm sie doch bei dir auf, dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Aber doch, Hilfe. Tja, ich denk mal drüber nach. Sie können dir mit den Hühnern helfen, vielleicht ein Feld bestellen. Und wo ist die Tür gerade aufgegangen? Und... Das ist positiv. Und Kinder essen am Anfang nicht so viel. Sie essen ja nicht so viel wie ein Erwachsener. Wenn sie erwachsen sind, können sie dir besser helfen. Also. Es gibt viele Gründe, sie aufzunehmen. Vielleicht können wir ja auch zu der alten Dame Doris, oder wie hieß die? Du siehst irgendwie krank aus. Ich bin ein Hexer. Das ist die gewöhnliche Hexerblässe. Mit den Hexer-weißen Haaren. Und... keine Ahnung. Also eigentlich finde ich, Geralt sieht gut aus. Einfach weiße Haare. Grau würde ich sie nicht bezeichnen, aber weiß. Und er sieht nicht alt aus, also. Platinblond würde ich. Was ist mit deinem Gesicht passiert? 1, 2, 3. Die alte Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Okay, gut. Das hätten wir. Gut. Aha. Novigrad, aha. Okay, gehen wir dahin. Ah, da ist mein Plötzilein. Ach, Plötzi. Du bist wohl ein magisches Pferd. Denn sonst kann ich nicht erklären, warum du immer von irgendwoher kommst. Auch wenn ich auf eine einsame Insel lande und ich rufe, bist du da? Magie. Da, da, da. Egal, weiter. Was treiben die Bauer hier? Was geht hier vor? Gibt es hier irgendwo eine Mittagserscheinung? Moment, ein reisender Händler. Der Bruder ist in Temerien geblieben. Langsamer. Also, ein reisender Händler, so etwas sehe ich selten. Oder? Sei gegrüßt. Sei mit deiner Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Nur Schrott. Leb wohl. Leb wohl. Okay. Wo sind wir hier? Gut, wir sind ja gleich da. Bei dieser Abendsonne.
gemütlich. Kühe? Hier gibt es Kühe? Ziegen, Kühe. Also, das muss ein... Dieses Dorf muss... Meine Tante sagt, ich rede zu viel. Deine Tante hat keine Ahnung. Nicht so schnell, Plätze. Du kommst mir sehr schweigsam vor. So, von dem her, deine Tante hat keine Ahnung. Aber warum sind das nur Kinder? Okay. Schwudes Pomia. An alle weit und breit. Ich habe es schon überall erzählt, aber noch nicht schriftlich bekannt gemacht. Das hole ich hiermit nach, damit niemand sagen kann, er hätte von nichts gewusst. Mein Junge Pomia hat... Er hat der Militäre den Schwur geleistet, niemals wieder Bier oder Schnaps anzurühren, solange er lebt. Und das ist auch nur recht und billig, da er vor 2 Wochen unsere Ziege, unsere Hühner, das Butterfass und sogar die Hose, die er am Leib hatte, beim Kartenspielen verloren hat. Ich war schwer in Versuchung, ihn mit blanken Händen rauszuwerfen oder ihm den selten wenigstens ordentlich zu versohlen. Wenn also jemand Pomia sieht, wie er auf eine Taverne zuhält, dann komme er sofort zu mir. Er werde eine Novigrader Krone für den Aufwand erhalten. Und wenn jemand Pomia zum Trinken ermutigt oder ihm einen Humpen oder eine Flasche anbietet, dann sagt diesem Hadalum, dass man mit einer Hacke nicht nur pflücken kann. Gut. Nicht aus dem Brunnen trinken. In dem Brunnen wohnen Kröten. Nicht raus trinken, falls ihr Krötenscheiße nicht mögt. Warnung. Gute Leute, ich weiß, dass die Straße hier ein Kürfchen macht. Ich weiß, dass der direkte Weg durch mein Feld führt. Aber der Nächste, den ich erwische, wie er mein Getreide niedertrampelt, dem schwöre ich bei den Göttern zu verdreschen, bis er keine heilen Knochen mehr hat. Betrachtet euch als gewarnt und bleibt auf der Scheißstraße, ihr verfickten Landstreicher. Gut. Mitty braucht eine Frau. Liebe Freunde, ich suche ein feines Weib für meinen Sohn Mitty. Er braucht dringend eine weibliche Hand, die ihn führt, denn sonst sitzt er nur herum und grübelt den Kopf in den Wolken und den Hintern auf dem Boden, bewundert die Schöpfung und kritzelt Gedächte. Mitgift willkommen, aber nicht Bedingung. Okay. Mir wurde eine Tochter geschenkt. Liebe Mitmenschen, ich bin nun stolzer Papa eines kleinen Mädchen. Sie ist hinreißend wie eine Nymphe und stark wie ein Bies. Und brüllt tut sie wie ein wütender Harpier, nur lauter. Kommt zu meiner Hütte und trinkt auf ihre Gesundheit und auf die ihrer lieblichen Mutter und helft uns vielleicht beim Auswahl ihres Namens. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Nesla, nach der Frau meines Bruders, und Lesla, nach niemandem. Mir gefällt der Klang. Es sind beide schöne Namen, aber ich kann ihr nicht 2 Namen geben, weil wir einfache Bauersleute sind und keine hochvermögende Herrschaften, die sich Namen leisten können, solange dass sie sich keine Menschen merken kann. Leisten können, solange dass sie sich keine Menschen merken können. So. Auftrag, das Binnenphantom? Schatzjäger, Fährtenleser und Hexer aufgemerkt. Honigwab und die hemdgereihte Familie Meiersdorf, die ihr seit 5 Generationen die Existenz sichert, werden vom Schicksal gebeutelt. Das Bienenphantom ist auf uns niedergefahren. Es zerstört unsere Bienenstöcke, tötet unsere Bienen und schafft allgemeine Verwüstung. Ich bin für jede Hilfe dankbar und verspreche dem, der uns helfen kann, eine Belohnung. Holofernes, Meiersdorf und Söhne. Okay, aber... Was machen die? Nice Haare.
Wie ein Müllers Sohn. Ich könnte ein ganzes Fass Fusel vertragen. Okay. Das Dorf ist seltsam. Draußen sind nur Kinder und die Leute sind hinten. Oh, abgeschlossen. Ah, ne. Meinen Gruß. Ah, vielleicht sind sie alle auf den Feldern, also. Ganz schön kalt geworden. Okay. Gut. Der Typ ist auf dem Weg. Wir haben hier ein paar Fragezeichen gekriegt. Im Krei Honigwab. Ah, hier. Gut. Ah, jetzt doch noch einmal alle raus. Gut. Auf welches Feld dürfen wir nicht laufen? Weiß das noch jemand? Also ich glaube, das Spiel ist nicht so gemacht, also ich nehme es an, das ist das ist nur ein Baum, der au! So, dann nehmen wir das. Komm. Au. Verdammt, die hält sich das aus. Wow. Okay, nochmal. Oh. Boah. Schwarzes Einhorn, verbesserter Rennsattel. Boah. Das war gerade mal ein harter Brocken. Also, du liebes Lieschen. Oh, schade. Schade. A-Zeichen, Intensität. Schwarzes Einhorn. Und hier? Nein, das ist auch nicht so gut. Rüstung. Wie sieht es sonst aus? Also die Rüstung sind in Ordnung, nur diese Waffe hier könnte etwas Liebe gebrauchen. Okay, und nochmal. Und nochmal. Wie viel habt... Ja, 97 ist ein guter Wert. Also ich sag's nochmal, Scheiße, hat die mir den Buckel versohlt. Boah, also das habe ich nicht erwartet, zumindest nicht so stark. Okay, gut, das gehen wir später hin. Wir gehen zu diesen Fragezeichen hier. Gut. Sobald wir drüben sind,
Rufen wir Plötze, denn ich glaube nicht, dass Plötze... Oh Gott. Schnell speichern. Was ist das? Also, ich weiß, was das ist, aber ich meine... Welches Level hat... Verdammt. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Wow. So. Nur 80 Schaden. Renne. Ich mache hier kaum Schaden. Oh, und ich bin auch noch verwundet. Tut mir leid, aber ciao. Okay, leider ist dieser Greif uns ein wenig, nur ein klein wenig zu hoch. Okay, was haben wir denn da? Level 9. Neue Markierung, Hölle. Komm. Wo kommt der auf einmal her? Gut, dann plündern wir sie aus. Aha. Hier gibt es also eine Hölle. Ich glaube, es ist sogar das Fragezeichen. Ja, sieht ganz so aus. Monsterlager. Okay. Gut. Der Level dieses 19. Angeblich kann ich den besiegen. Hier hat jemand eine Illusion geschaffen. Da gleich. Na, komm, komm, hier rüber. Komm.
So. Oh, oh. Okay. Oh nein. Später Nacht. Wo haben wir... Wo hat es als letztes gespeichert? Verdammt. Ja, klar. Hier war's. So, also, gib Gummi. Ne, keine Zeit. Bleib weg. Hässliches Teil. Unhold. Okay, hier wird nochmal schnell gespeichert. Platze. Wo ist sie hin? Also gut. Dieses Monstrum werde ich gleich so gleich besiegen. Okay, den habe ich. Ja, so kriegen wir ihn schon gut down. Den. So. Nachladen. Wow. Hier rüber, zu mir. Oh, danke.
besiegt. Hallo? Okay, und wo haben wir hier? Ah ja, interagieren. Und da gehen wir gleich los, aber zuerst wird hier... was haben wir da? Kartoffelbewusst. So. Überlegene Katzenstallschwert. Gut. Ich habe noch nicht mal das normale Katzenschwert, also Katzenschule Schwertdingens. Aber gut, gut, gut. Wir speichern. Mal schauen. Kartoffelbewusst. Anzünden. Wo sind die denn hier gekommen? Jetzt eine Sache müssen. Die werden wir gleich durch. Also, wenn ich so auf die Zeit schaue, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Also, in der nächsten Folge fängt es an mit einem bisschen über diese alchemistische Dingsbums da. Und dann geht es weiter. Ciao, Leute!